Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution. Und heute schauen wir uns diese Mod an. Das ist der Leptoboss oder Leptobos. Ein Urzeittier, was laut Wikipedia, glaube ich, verwandt mit dem Bison ist. Sieht ziemlich cool aus, ne? Also der würde auch sehr, sehr gut in unsere Arctic Jurassic World passen. Die Bewegungen und so sehen auch nicht verkehrt aus. Sieht ein bisschen komisch aus hier am Hals, aber ansonsten sieht das schon nicht verkehrt aus. Na gut, die Haut und Textur könnte noch ein bisschen schöner sein, muss ich sagen. Aber so vom Model her gefällt mir das. Mal was ganz anderes. So eine Art von Tier hatten wir noch nicht in Jurassic World Evolution. Ich mag auch gerne die Härchen und Borsten hier. Allerdings habe ich das Gefühl, dass die noch so ein bisschen ja, besser sein könnten von der Textur. Also irgendwie sieht das so aus, als wenn das nur so ein hohes Model ist, was noch nicht wirklich eine Textur bekommen hat. Aber vom Model an sich gefällt mir das. Diese Hörner, mega krass. Der kommt übrigens für den Pentaceratops ins Spiel. Sieht alles richtig gut aus von der Animation. Gut, bis auf das, dass das Gras da vorne so ein bisschen schwebt. Mal da an der Nase, aber das finde ich halb so wild. Also dafür, dass das ein komplett anderes Tier so ist von der Form, sieht das richtig gut aus. Tatsächlich erinnert er mich von den Texturen und sowas ein bisschen an den Terrorbird, falls ihr euch an den erinnern könnt. Weil er sieht relativ identisch so aus. Könnte auch sein, dass der vom gleichen Moddersteller ist. Wir lassen mal noch einen frei und schauen mal, ob sich da die Skins unterscheiden. Ich würde jetzt sagen, auf den ersten Blick eher nicht. Trotzdem eine echt coole Mod. Wir werden ja momentan sowieso sehr verwöhnt in Jurassic World Evolution, was Mods angeht. Was ich aber sehr gut finde. Weil dadurch wird das Spiel halt wieder komplett neu, auferweckt, auferlebt, sagt man. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bekommt das gerade wieder einen kleinen Boost und man hat wieder richtig Lust zu spielen. Mit den ganzen coolen neuen Mods. Bewegt er den Schweif hinten? Müssen wir mal drauf achten. Das ist ja immer relativ schwierig. Weil die Dinosaurier ja meist einen anderen Schweif haben. Dann ist der meistens steif und bewegt sich nicht. Ah, das ist hier auch der Fall. Finde ich aber halb so wild. Aber es ist ein bisschen schade, dass der keine verschiedenen Skins hat. Vielleicht kommt da ja nochmal ein Update, wo dann die Texturen nochmal überarbeitet werden für die verschiedenen Skins. Wäre nicht schlecht. Sieht aber schon echt interessant aus von Weitem. Könnte ich mir auch gut in so einer Schneelandschaft vorstellen. Und so sieht das Ganze bei Schnee aus. Passt doch irgendwie schon viel besser, oder? Also der passt super in so eine Landschaft. Vielleicht füge ich den nochmal nachträglich in unsere Arctic Jurassic World ein. Das gefällt mir richtig gut optisch. Diese Hörner. Ich würde auch fast sagen, dass wir uns den jetzt nochmal zum Abschluss im Kampf ansehen. Mal gucken, wie der die Hörner so einsetzt. So sieht übrigens die Schlafanimation aus. Schon ein bisschen weird, wenn das Auge die ganze Zeit offen ist. Ist mir gerade mal noch aufgefallen. Oh, jetzt hat er Panik. Wird nämlich gerade betäubt. Der Arme. Ach, habt ihr gesehen, der Pfeil, der steckt auch viel weiter außen. Aber das sind so Kleinigkeiten, die finde ich gar nicht schlimm. Der steckt auch in der Luft. Es liegt halt einfach daran, dass ja, das Model von dem Pentaceratops ein bisschen breiter ist normal. Und jetzt bekommt ihr endlich das, was ihr unbedingt sehen wolltet. Nämlich Blut. Ich kenne euch ja. Jetzt sehen wir den Leptobos
gegen einen Alberto. Und der macht ordentlich Schaden. Oh Gott, wie er jetzt aussieht. Ich glaube, er ist wütend, Leute. Er ist feuerrot angelaufen. Das ist ja weird. Aber der Treffer sieht gut aus, ne? Also der trifft richtig perfekt am Kopf. Nicht schlecht. Okay, er hat ihn gerade mit seiner Nase durchbohrt, so wie es aussah. Liegt halt daran, dass der Pentaceratops die Hörner ein bisschen weiter nach vorne gerichtet hat. Aber sah trotzdem ganz gut aus. War nur irgendwie ein bisschen weird, dass er sich so blutrot gefärbt hat. Das ist ein bisschen seltsam. Also ich glaube, die Texturen müssen dann nochmal ein bisschen überarbeitet werden. Aber das Model an sich funktioniert super. Und auch diese Kreatur gefällt mir richtig gut. Falls ihr die Mod mal selber ausprobieren wollt, schaut in der Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr die. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Like freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.